Hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten Part Let's Play Plants vs. Zombies hier auf dem Kanal von Team Lennart LP. Ich bin Lennart und begrüße euch zu Part 18 von diesem klitzekleinen Projekt. Wir sind im Level 4-6 stehen geblieben, nachdem wir die Knallerbse bekommen haben, die ja nach vorne und hinten schießt. Also eine sehr, sehr, sehr praktische Pflanze, kann man nicht anders sagen. So, wir haben sogar noch einen Zombie dabei, den Buddel-Zombie. Davor muss ich euch, glaube ich, aber noch einen anderen Zombie zeigen. Ja, genau, die Ballon-Zombie hatten wir, glaube ich, noch nicht, aber den Buddel-Zombie, der ist, hatten wir auch noch nicht, aber der ist neu. Das heißt wohl, der wird entweder sich unter den Pflanzen durchbuddeln, oder ich habe keine Ahnung. Ist ja auch gar nicht so wichtig, auf jeden Fall. Jo, suchen wir uns erstmal ein paar Pflanzen zusammen. Also das ist der einzig gefährliche, so richtig gefährlich, meine ich. Deswegen, so, das Übliche halt. Dann brauchen wir die hier nicht mal unbedingt, das W-Blatt. Plantärne wäre schon ganz praktisch, wenn man wüsste, wo was kommt, oder? Nehmen wir mit. Und jetzt Knallerbse, verschießt Erbs nach vorne und hinten. Oder halt wieder die Hagelzuckererbse, aber die ist billiger. Nehmen wir mal mit, einfach so aus Jux, dass wir sie auch mal gesehen haben. Auf die Plätze. Fertig, pflanzen, los geht's. Halten wir uns gar nicht weiter beim Gerede auf, sondern gucken mal, wie viel Wellen wir eigentlich diesmal vor uns haben. Das ist ja auch noch so eine Sache. Wir wissen ja nie, wie viele Wellen eigentlich auf uns zukommen. Eine, na geil. Hasse ich ja sowas. Also wenn eine Welle kommt, das ist das Schlimmste für mich. Das habe ich aber, glaube ich, schon oft genug gesagt. Ich mag das nicht, wenn nur eine Welle kommt. Wenn man da wirklich am allerwenigsten Zeit hat, irgendwas hinzupflanzen. Irgendwo. Ist eigentlich nie so meins. So, ist jetzt gerade schon ein Zombie ins Wasser gegangen? Oder habe ich mich verhört? Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Vielleicht werde ich auch einfach nur paranoid. Das kann auch sein. Eine Welle ist immer so wenig, ey. Da kommt dann gleich alles auf einmal. Das ist mein größtes Problem immer. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtiger. Okay, da oben kommt einer. Bin ich erstmal fast überall gesichert. Jetzt bin ich überall gesichert. Auch sehr gut. So. Jetzt haben wir schon mal überall Sonnenblumen, Sonnenpilze und so weiter und so fort. Jetzt können wir uns schon wieder um die Erbsen kümmern. Um die Erbsenkanonen, um besser etwas gesagt zu haben. Um etwas besser gesagt zu haben, wo ja mal so. Gucken wir mal. Wo packen wir denn die erste hin, ist jetzt die Frage. Jo. Zeig mal, irgendjemand schon den Hut auf? Ich weiß es nicht. Ich packe jetzt erstmal irgendwo rein. Ich habe jetzt gerade keine Peilung, wo es am besten wäre. Muss ich ehrlich zugeben. Na ja, toll, das hat es jetzt gebracht, Lennart, bravo. Oh, ich bin auch so ein bisschen deppert, glaube ich. Aber vielleicht besser als gar nichts. Und tatsächlich auch. Ey, ein Geschenk. Schieß, Rätselmodus freigeschaltet. Spiel ihn vom Hauptmenü aus. Das muss ich mal Anfang nächsten Part zeigen. Oder noch in diesem Part mal Cookie. Mal Luki Luki machen. Wollen wir den am besten zeigen. So, sieht ja gerade noch alles ganz interessant aus. Ey, es wird ja immer schlimmer hier, was ich mache. Oh, da kommt einer. Hä, was bist du denn? Hä? Versteht den. Ach, deswegen. Nach vorne und hinten schießen. Der greift von hinten an. Das ist ja gemein. Das ist ja mal richtig gemein. Wie langsam der einfach ist. Ach, deswegen. Jetzt verstehe ich den Sinn dahinter. Der buddelt sich also einfach mal unter alle durch. Und greift dann so locker easy mal von hinten an. Boah, das ist ja eine ganz linke Nummer. Ist ja mal eine richtig linke Nummer. Hä? Ah, dann läuft der in die. Ach so, na gut, ja. Dann kommt er zwar nicht zum Haus, aber er kann halt alle möglichen Pflanzen vernichten in dem Sinne.
Das ist ja richtig gemein. Also sowas Fieses habe ich ja echt selten gesehen. Besser zu sagen, das war das erste Mal. Logischerweise. Oh, und die Welle kommt auf uns zu. Unaufhaltsam. Und uns fehlt einfach noch eine Erbsenkanone. Es wird nix, Leute, glaube ich. Weil der Buddel-Zombie kommt bestimmt auch wieder. Und dann haben wir ein klitzekleines Problemchen. Weil ich gerade nicht genug Sonnen habe. Aber gleich. Ja, da kommt er auch schon. So, ich hoffe, das schaffen die hier alle selber. Oh nee, das schaffen sie nicht selber. So, ja, greif jetzt einfach an. Mach doch, was du willst. Pack dich dahin. Komm schon. Ich glaube, das schaffe ich hier nicht mehr. So, ohne weiteres. So, der ist weg, okay. Nee, das schaffe ich hier nicht. Also hier muss auf jeden Fall der Rasenmäher ran. Sonst ist es eigentlich kein großes Problem, die ganzen Pflanzen hier wegzukriegen. So, den muss ich einfach immer so ein bisschen beschäftigen, nicht wahr? Oh, Geld, Kohle. Kohle ohne Ende. So, der kann ja die Sonnenblume da wegschnabulieren. Dann packe ich einfach noch so eine hin. Einfach so just for fun, vielleicht kann das ja noch ein bisschen Schaden anrichten. Ach, da macht jetzt einfach der Rasenmäher den Rest fertig, ist es. Ist mir jetzt auch egal. Aber ich glaube, das gilt nur für einen, oder? Nee, oh Gott sei Dank für beide. Gut, damit haben wir 4-6 dieses Level auch nicht mit Bravour gemeistert, aber wir haben es gemeistert und wir kriegen eine neue Pflanze, und zwar die Sternfrucht. Verschießt Sterne in 5 Richtungen. Kann auch sehr vorteilhaft sein. Alter, hier ist ja mal alles dabei. Ach, ihr seid doch alle doof. Ihr habt doch alle Langeweile. Na gut, wir brauchen auf jeden Fall die üblichen Pflanzen. Also euch brauchen wir. Brauchen wir. Dich brauchen wir, dich brauchen wir, dich brauchen wir. Jetzt habe ich gerade irgendwas Wichtiges vergessen. Ja, dich. Dich brauchen wir auf jeden Fall. Du warst sehr hilfreich. Eigentlich brauchen wir das Wehblatt nicht. Und tatsächlich auch nicht. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich eine Pflanterne mitnehme oder die Sternfrucht. Ich glaube aber eher die Sternfrucht. Jo, und dann legen wir einfach mal los. Level 4-7. Wir geben einfach mal so unser Bestes. Wie immer also. Und gucken, was auf uns zukommt. Oh hey. Klingt das nicht spaßig? Nein, für mich auch nicht. Aber dann müssen wir durch. Uns bleibt nämlich nichts anderes übrig, als das so hinzunehmen. Und da kommt doch irgendwo schon der erste Zombie. Mal gucken, ob ich ausmachen kann, von wo. Der Nebel ist irgendwie dichter als sonst. Seht ihr das auch so? So, ich sehe das so. Ich sehe nämlich gar nichts. Ich glaube hier. Ja, Glück gehabt. Das war richtig geraten. Vielleicht etwas spät. Aber was soll's. Ich meine, habe ich es überhaupt gesehen? Und dann packen wir auch hier unten noch einen hin und dann war's das erstmal. Jetzt kümmere ich mich erstmal um die letzte Sonnenblume. So. Gut. 2 Wellen immerhin vor uns. Eigentlich scheiße. Aber wir haben mehr Zeit, um uns ein Imperium aufzubauen. Wie es klingt. Ein Imperium. Das dunkle Imperium schlägt zurück. Oder wie die Star Wars Filme auch immer heißen. Ich kenne mich da ja nicht so aus. Buddelt da schon jemand? Nee, oder? Nee. Ich glaube, ich bin schon wieder paranoid. Und ich glaube, es wäre fast besser, gleich die Knallerbsen hinzusetzen. Irgendwo, weil die ja nach vorne und hinten schießen. Anstatt erst die Erbsenkanonen. Ich glaube, das macht einfach mehr Sinn. Ich weiß es aber nicht. Ich sag's jetzt einfach mal. Auch wenn ich mir gerade eine Erbsenkanone leisten kann und keine Knallerbsenkanone. Oder Knallerbse allgemein. So, da oben einfach mal eine hingepackt. Das war schon falsch, glaube ich, weil da ein Pylon-Zombie kommt, wenn ich das gerade richtig sehe.
Oder bin ich schon wieder paranoid? Ich weiß es nicht. Nee. Richtig. Ja, darüber kann man sich jetzt auch nicht freuen, dass ich da recht hatte irgendwie. Ich weiß nicht, ob ihr es so seht wie ich. Aber ich bin da nicht so stolz drauf. So. Mit O. Okay, da wachsen sie, die ganzen... ganzen kleinen Pilze. Ist ja auch gut so. Ja, den wird er auffuttern. Unaufhaltsam dem Ende entgegen sozusagen. Aber ich kann ihn ja eigentlich aufhalten, das ist ja ganz gut so. Auf dem Wasser dürfte es auch bald Action geben. Glaube ich. Mal gucken, wann sie den ersten Alarm schlagen. Aber bisher ist ja noch nichts, aber wir nähern uns leider schon der ersten Welle. Das ist ein klitzekleines Problem. Oh nein, ich packe einfach meine Sternfrucht hin, oder? Ich weiß gar nicht, kann die so chillen? Also ich weiß jetzt nicht, ob die auch so im Wasser chillen kann. Habe ich jetzt gar nicht ausprobiert. Will ich es ausprobieren? Ich weiß nicht. Eigentlich nicht. Nee, kann sie nicht. Packen wir hier einfach mal Sternfrüchte hin jetzt. YOLO Mordadolo, oder? So, und die erste Welle kommt schon gleich, nachdem die hier unten fertig sind. Und fragt mich nicht, warum, aber hier brauchen wir auf jeden Fall noch so einen. Auf jeden Fall. So sieht das also aus. Ich weiß jetzt nicht, ob das was bringt, kann ich nicht beurteilen. Sieht ein bisschen danach aus. Frag mich nicht, was ich hier mache, Leute. Das sieht ein bisschen schwach aus, oder? So an sich. An sich sieht die ein bisschen schwach aus. Ja, weil sie jetzt erstmal ja nicht mehr schießt. Gut so. Hut ab, würde ich sagen. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, Leute. Bin gerade ein bisschen hilflos. Die schießen einfach fröhlich vor sich hin, das finde ich schon mal ganz gut. Das machen sie auch ganz toll. So, dann packen wir da nämlich nochmal ordentliche Hitze hin. Die auch was bewirken. Aber irgendwie scheint das auch nicht so richtig was zu bringen. So, ein bisschen aufhalten muss ich jetzt. Na, die Sternfrüchte, die kann man glaube ich besser platzieren, als ich es gemacht habe. Sag mir, dass du ihn aufhalten kannst. Wenn nicht, muss ich nämlich so eine hier hinpacken. Nochmal. Ist gut, dankeschön. Danke, danke. Bitte, dankeschön. So, mit den Sonnen sieht es erstmal ganz komfortabel aus. Aber die Sternfrüchte überzeugen mich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, nochmal nehme ich die nicht mit. Dafür schießen sie einfach nicht gut genug. Beim nächsten Mal, wenn ich genug Zeit habe, werde ich auch erst die Erbsenkanonen platzieren und dann die Knallerbsen. I think so. So, tschuk. Okay, dankeschön. Dankeschön. So, da ist der Kopf ab. Läuft bei denen. Irgendwo ist hier ein Eimer. Ich fange jetzt auch mal an, schon mal wieder Knallerbsen zu setzen, einfach mehr. Und die davor zu packen. Ich glaube nämlich, das könnte uns auch irgendwann den Arsch retten. Ich sing so. Oh, der ist im Wasser. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Muss ich ja zugeben. Das dürfte auch ziemlich böse enden. Und zwar mit dem Rasenmäher-Einsatz, so wie ich das sehe. Ich habe gar nicht gesehen, dass sie da auch im Wasser vertretbar sind. So, okay. Es wird zwar knapp, aber es könnten wir schaffen.
nicht zu viel vorwegnehmen. Ah, sieht ganz gut aus. Ich glaube, das schaffen wir noch. Oh, Leute. Die Folge ist ja schon wieder rum. So, der ist tot. Der ist auch tot. Jetzt gucken wir mal. Nee, ist doch ein bisschen was zu tun hier. Dann packe ich hier mal noch den weg. Packe noch mal einen hin. Vorne einen. So, Leute, bevor wir jetzt uns der letzten Welle nähern oder bevor sie anfängt, beende ich den Part 18 hier. Ist vielleicht ein bisschen fies. Wenn euch trotzdem gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüssi.